Passt mal auf. Passt mal auf. Ich zeig euch mal was. An dem Beispiel kann man das sehr gut eigentlich festmachen. Ja, okay, das ist krank. So, hier, passt mal auf. Er hat die Tür, das will ich nochmal sehen. Was zur Hölle? Okay, jetzt passt mal auf. Kleines Stück, Kevin. Klein, okay. Er macht die Tür auf, er will raus, passt auf. So, er knallt sie auf. Seht ihr den? Das ist so der perfekte Moment, wo ich angehalten habe. Da. Gehen wir noch ein kleines bisschen zurück. So, pass mal auf. Durch die Tür. Okay. Wir wissen, da ist einer. Der hier steht, hat keine Chance, ihn jetzt zu sehen. Pass mal auf. Jetzt, er sieht ihn ja schon vorher. Er sieht ihn ja. Ich will Frame für Frame. Ist jetzt nicht in meinem Schnittprogramm. Passt auf. Wann sieht Joe den Gegner? Da. Er sieht ihn. Er hat die Tür aufgeschlagen. Geht jetzt durch diesen Winkel. Jetzt sieht er den Gegner schon. Das sind Millisekunden. Aber es addiert sich ja. Der hier. Wäre geil, wenn man den Blick von dem jetzt hätte. Dieser Spieler sieht die Tür und sieht ihn noch gar nicht. Guck mal, seht ihr das? Joe ist schon auf dem Weg zurück. Und der hier, der Gegner, sprintet ihm immer noch hinterher. Das heißt, jetzt ist ungefähr eine halbe Sekunde vergangen und dieser Gegner kann ihn jetzt zum ersten Mal sehen. Aber er hat ja schon die Entscheidung getroffen, er geht auf den. Der hier denkt immer noch, er läuft ihm hinterher. Das ist Pika's Advantage im Prinzip. Und wenn jeder solche Sprint-Out-Times hat oder gar keine mehr, wird's halt übel. Guck mal, jetzt nimmt er die Waffe. Jetzt, wenn du jetzt ein paar Millisekunden Gedanken und Drücken anvisierst, jetzt ist der Entscheid von dem Gegner gekommen, dass er ihn vor sich challengen muss. Aber jetzt passt auf, was passiert. In dem Moment war er schon da. Das ist Pika Advantage. Im Prinzip bestes Beispiel dafür. So verbesserst du dein Movement, Movement-Tipps und Tricks von einem Pro-Player. Und dann ist es von dieser King Phil. Pro-Player. Okay. Bisschen so ohne Bart bei ihm. Was ist das denn? Okay, komm. Das gucken wir uns an, Leute. Ah, das gucken wir uns an. Er ist einfach ohne Bart. Live-Chat, Ausrufezeichen, Bart. Das lang ersehnte Movement-Video mit Ryrex, aka Matze. Moin Optics. Aka Movement-Gott. Aka geiler Typ, geiler Mensch. Supergeil. Hallo wie, Gates, Declarer, Sie, Test, Glenn und herzlich willkommen zu weiteren Video hier auf meinem Kanal. Bo. Ihr habt das erstmal gesehen, wie ich Bo mache. Ich hoffe, ich habe euch nicht enttäuscht. Liebe Leute, heute habe ich ein absolutes Banger-Video, ein Brett für euch. BRED. Es wird insane. Und zwar haben wir hier, also das Rohmaterial geht 45 Minuten. Ich habe 45 Minuten zusammen mit Ryrex aufgenommen. Wir haben uns Clips von ihm angeschaut. Er hat gesagt, was er in der Sekunde gedacht hat. Er hat ein paar Tipps gegeben, was euer Gameplay, was mein Gameplay besser machen kann. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Ich will ihn auch nicht zu sehr in den Himmel loben, weil ihr kennt das ja, wenn ihr einen guten Film geguckt habt, zu euren Freunden sagt, oh mein Gott, der beste Film aller Zeiten, dann hat man hohe Erwartungen und ist im Nachhinein enttäuscht. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Ich weiß nur, dass ich durch seine... ...beste Film aller Zeiten, dann hat man hohe Erwartungen. Und ist im Nachhinein enttäuscht. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Ich weiß nur, dass ich durch seine Tipps als
Spieler in dem Game Fortschritte gemacht habe, Sachen angewendet habe und besser geworden bin. Und ich hoffe, dass ihr das auch mitnehmen könnt. Das Gleiche, was er erzählt, gilt auch für Maus- und Keyboard-Spieler. Ich denke, da können alle Parteien etwas mitnehmen. Wenn euch die Idee gefällt, so eine Wars und Tipps und Tricks-Reihe zu machen, es gibt schon ein Video zusammen mit Falaxi über das Late-Game, wie er sich entscheidet, worauf er achtet im Late Game. Dazu ist der Link in der Videobeschreibung. Das Ganze wird jetzt eine Playlist auf meinem Kanal werden. Wenn ihr die Idee feiert, würde ich mich über 400 Likes freuen auf diesem Video. Aber da das Video wahrscheinlich eh relativ lange gehen wird, werde ich euch nicht zu lange auf die Folter spannen. Lasst ein kostenloses Abo da auf dem Weg zu den 14.000 Abonnenten. Weiter, weiter ist die Gang. Und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß. Bye. Hast du nicht gesehen, Steffi? Er erzählt darüber, dass man ja Dinge nicht zu sehr hypen sollte, weil sie dann scheiße wären, und schreibt da unten rein das gleiche wie bei Angie abends, wenn wir, naja, einen Chappie-Akt machen. Video. So, wir sind jetzt angekommen in der Analyse quasi, beziehungsweise in dem Tipps und Tricks Video. Matze ist am Start. Hallo Matze. Moin. Und nochmal ganz kurz, Matze, ich glaube, das ist dein erstes Video, was du so aufnimmst, oder? Das erste Mal mit der Facecam? Ja, das ist okay, das erste Video. Deswegen, Matze hat das noch nicht so gemacht, aber ich denke mal, du kriegst das relativ gut hin, weil wir spielen auch öfters mal zusammen und da kann er mir auch mal ein paar Sachen vernünftig erklären. Wir werden uns das jetzt zusammen mit diesem Watch-Together-Ding anschauen und dann mal erstmal einmal durchschauen und dann kann er im Nachhinein ein bisschen sagen, was er so vielleicht dabei gedacht hat, wie er auf den Gegner reagiert hat. Wir wollen ja heute in dem Video so ein bisschen gucken, ob wir alle unser Movement so ein bisschen verbessern können, und ich weiß halt, habe ich aber im Intro schon gesagt, dass Matze da auf jeden Fall sehr weit oben mit dabei ist, und ich würde sagen, wie sich das verändert hat, Leute. Matze mittlerweile für mich einer der sympathischsten und besten deutschen Warzone-Spieler. Und Phil mittlerweile mit Bart. Wir schauen uns den ersten Clip mal an. Ah, die chillen hier schon oben auf. Era? Das ist so krank. Das ist. Was zur Hölle mach ich? Mach mal Pause kurz. Erstmal, warum bist du nicht zum Heli geflogen? Hat das bestimmt einen Grund? Da war einer schon vor mir. Deswegen. Ah, okay. Deswegen bin ich abgedriftet nach links. Also, du bist dann da gelandet. Hast du dann schon darauf geachtet, quasi, dass. Live-Chat, wer wünscht sich Verdans zurück? Im Gegensatz zu Caldera. Marco, ich bin da bei dir, ey. Nach 2 Jahren waren alle von Verdans genervt. Ich hab's gar nicht mehr gespielt. Aber jetzt, wo wir Caldera haben, denke ich mir, von mir aus noch 2 Jahre Verdansk. Es wäre mir egal. Ich würde Warzone wieder aktiv spielen. Aber Caldera, ich kann Caldera nicht. Es ist, als wenn man so ein Kind bekommt und man wünscht sich so eine richtig hübsche Tochter und es wird so ein Kevin. Man kann es halt nicht zurückgeben. Man versucht es gern zu haben, aber es bleibt halt ein Kevin. Mehrere auch umlanden, oder bist du erstmal so geguckt, was passiert, wenn du umlandest? Ich bin erstmal oben gelandet und ich habe direkt oben gesehen, das sieht man hier, glaube ich hier, in der Situation, dass man direkt zwei oben, ich sehe direkt zwei oben. Dann ist natürlich mein Ziel, es sofort eine Waffe zu bekommen, um mich irgendwie da oben zu wehren. Deswegen bin ich erstmal direkt runter, direkt zur Kiste, habe die Shotgun offensichtlich nicht mitgenommen, weil Shotgun in einem 1v2-Fight nicht sehr zuverlässig ist. Das ist Duos, habt ihr ganz normal gespielt? Nicht, genau. Nicht, okay. War Duos. Okay. Da habe ich die Kiste geöffnet, dann wurde ich sehr gebläst mit einem Totenschilde, mit Fahrer und ein bisschen Munition. Und dann laufe ich natürlich erstmal rein, weil dann kann ich mir erstmal einen Überblick mit Sound verschaffen, weil in dieser Situation ist Sound sehr, sehr wichtig. Okay, also du hast dann auf jeden Fall kurz Klappe gehalten und geguckt, ob du Stabs hörst oder so. Genau, das ist meistens in den Situationen das Wichtigste, erstmal Ruhe bewahren, weil die meisten schieben Panik. Hey, es sind zwei und ich bin alleine, ich habe keine Waffen. Das ist immer das falsche Weg. Du musst erstmal immer Ruhe bewahren, Sound touren und schauen, wo die Gegner sind, wo sie sich positionieren, ob sie dich pushen, was passiert, und dann weiter vorgehen. Dann bin ich natürlich in den Raum rein, wurde direkt gefightet von vorne, habe den ersten geholt. Ich glaube, der war schon weak von dem hinteren. Und dann passiert die Situation, die jetzt passiert. Einer vor mir, einer hinter mir. Und da spielt... Ah, hinter dir war auch einer? Natürlich, ja. Ach, krass. Der schießt mich von hinten ab, hat mir die Platten weggeschossen, vor mir steht einer, und da ein bisschen Glück ist dabei, dass der hintere nachladen muss oder sonstiges. Ich glaube, der muss nachladen. Da sieht man in der Situation, dass ich von dem vorderen die Schüsse dodge, quasi mich links neben die Kiste begebe, die Tür schließe. Also hast du mit Viereck geschlossen, oder bist du da einfach nur so leicht gegengelaufen, dass die sich schließt?
mit Fierk. Boah, krass. Ja, das ist sowas, das zum Beispiel, das ist mir gerade beim Gucken nicht aufgefallen. Das ist genau das, wo ich hoffe, heute mit Ryrex, mit Matze, das ein oder andere Mal noch mehr solche Situationen zu finden. Weil das sind... Das ist schon heftig gespielt, Leute. Drei Gegner, zwei vor dir, einer hinter dir. Du hast eine Waffe, du hast im Prinzip keine Platten, du kannst sie nicht heilen. Und dann das Movement benutzen, aus dem Sichtfeld, aus dem Aim Assist vom Gegner rausgehen, die Tür zu knallen, um nach hinten. Das ist schon stark. Sachen, die man als Zuschauer sieht und einfach so akzeptiert, aber das sind einfach so einzelne kleine Entscheidungen, die die Spieler aktiv treffen und die man sich so als Casual gar nicht so, darüber gar nicht so krass Gedanken macht. Wenn man jetzt im Nachhinein drüber nachdenkt, ja, natürlich ist es perfekt, dass du die Tür zumachst, weil du so eben die Sicht versperrst und genau deswegen so perfekt in seinen Rücken sliden kannst und ihn dann von hinten holen kannst. Genau, er verliert ja den kompletten Überblick und das war auch, da sieht man, hier siehst du, ich gehe erstmal nach rechts, nach links, Tür zu. Das war von Anfang an der Plan, ne? Ja. Ja. Und dann der hintere, der hat keine Munition mehr gehabt, hat keine Chance dann mehr gehabt. Okay. Willst du nochmal kurz sagen, der Cancel Slide oder Slide Cancel, wie funktioniert der genau? Wie machst du den und hast du automatischen Taktik Sprint aktiviert? Ich spiele tatsächlich mit einem automatischen Taktik Sprint. Ich slide mit dem R3 Farmstick. Der Cancel Slide funktioniert so, du musst auf jeden Fall dein Rutschverhalten auf Tippen stellen. Und dann tippst du einmal, tippst ein zweites Mal und dann drückst du X zum Aufstehen direkt. Das ist eine sehr schnelle Kombination. Und dann das so. Das ist, moin, grüß dich. Das ist faszinierend. Viele Pro-Gamer sagen, sie müssen, wenn sie Slide canceln, sprinten, Kreis, Kreis und X, um wieder zu stehen. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich Slide cancel, brauche ich nur sprinten, Kreis, Kreis. Dann steht meiner automatisch. Ich brauche gar kein X mehr am Ende drücken. Und ich habe bei Twitter ein paar gefragt und ein Zehntel der Spieler, bei denen steht der Charakter danach automatisch. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Also ich brauche kein X drücken zum Slide-Cancel am Ende. Viele andere müssen das. Ich check's nicht. So entsteht der Cancel-Slide. Den sieht man hier auch öfter, zum Beispiel jetzt in der Situation hier, wo ich zur Tür slide, sieht man den, glaube ich, am besten. Ich gehe gleich. Einmal nach rechts, einmal nach links, einmal nach links. Jetzt nochmal nach links. Jetzt nochmal nach links. Und dann hole ich den Gegner. Oh, das ist eine wilde Situation gewesen. Da war auch sehr, sehr viel Glück dabei, aber auch, da sieht man auch wieder das Slide-Canceln. Spiel mit zwei Amaxes. Man muss dazu sagen, ich hatte zwei Amaxes, die Mehrzahl von. Einfach so aus Fun? Nee, ich bin gestorben, ich bin da gelandet und da war meine Secondary weg und da lagen nur zwei Amaxes da. Das finde ich so krass, dass du, wie viele Shots du aus der Hüfte getroffen hast. Ja. Boah, der Wallbang einfach. Der Wallbang. Das. Okay, da muss man jetzt aber auch ganz ehrlich sagen, die beiden Gegner waren aber auch wirklich schlecht. Also wirklich schlecht. Das ist ein wilder Clip. Natürlich auch mehr Glück als Verstand, weil der Hipfire auch connected hat. Man muss dazu sagen, das waren jetzt keine schlechten Spieler. Das waren die Leute, die uns getötet haben vorher. Mittlerweile ist es Instinkt. Das Wichtigste, was ich immer sage, ist immer ruhig bleiben. Wenn du öfters spielst, wenn du jahrelang spielst oder halt monatelang spielst, kommst du immer öfters in diese Situation und irgendwann ist es Instinkt. Du hast in diesen Situationen ein paar Sekunden Zeit, das waren jetzt 3-5 Sekunden Zeit, überlegen, was ich hätte machen können. Und da habe ich mich dafür entschieden, weil ich dachte mir, ja, wenn ich da den ersten bekomme, ist übrigens jetzt mit 0,5. Du bist ja runtergesprungen. Und ich glaube, du bist davon ausgegangen, dass beide reinrennen, oder? Als den Clip gerade eben das erste Mal... Ich hab gedacht, dass beide reinrennen. Ja, ja, genau. Und dann denkt man schon ganz kurz, oh mein Gott, man ist auf jeden Fall am Arsch, weil einer irgendwie draußen geblieben ist. Aber war dann sogar Vorteil für dich, weil du so an ihm vorbeisliden konntest und dann ein bisschen in Deckung warst, ne? Ja, genau. Die beiden waren einfach, glaube ich, sehr, sehr verwirrt, maximal verwirrt von meinem Play. Also ich bin davon ausgegangen, dass beide reinlaufen und die Treppen hochlaufen und mich pushen. Aber die waren anscheinend verwirrend. Ich bin durchgelaufen, hab den ersten hier One-Shot geschossen aus der Hüfte. Der zweite springt natürlich auch rein. Den krieg ich direkt auch One-Shot. Ich wechsle auf die andere Waffe. Die kriegen beide Panik. Der erste gibt sich wahrscheinlich Platten. Den anderen krieg ich genockt. Dann ist einfach nur eine Frage vom Movement. Der andere versucht mich irgendwie hier noch zu holen und dann. Krass. Der Wallbang ist halt auch insane am Ende. Und der Schrei ist natürlich auch wirklich. Ja. Kannst du dich noch mal in normale Geschwindigkeit? Moment. Das sind einfach diese Slide-Cancel, kannst du mich laufen lassen, diese Slide-Cancel, die Gegner so krass aus dem Konzept einfach bringen, weil du halt ein schwieriges Ziel wirst, ne? Ja, genau, ich bin ja kein normal laufender Spieler mehr, sondern ich Slide-Cancel die ganze Zeit um die Ecken. Und so wild. Das wissen viele auch nicht, man arbeitet mit Slide-Cancel viel mit der Kamera.
Du kannst die Kamera von Spielern so quasi brechen, weil du die Millisekunde früher siehst, oder das ist auch ein entscheidender Punkt. Deswegen sagen auch viele Leute auch voreilig, yo, der hackt oder sonstiges. Aber eigentlich hat er eigentlich nur einen Kameravorteil. Das ist so ein minimaler Vorteil, aber das ist insane. Ja. Man hat einfach zwei Vorteile. Erstens rechnen die Gegner manchmal nicht damit. Vor allem, wenn du halt weak bist und ein Gegner dir zum Beispiel hinterher rennt und du in Deckung bist, rechnen viele nicht damit, dass man rechallenged. Wenn von den drei zwei Stück nicht einfach rein rauslaufen, sondern reinlaufen und pushen, machst du auch mit Slide-Gänze nichts mehr. Es ist gut gemacht, klar, wie vorhin schon erklärt. Aber das waren jetzt wirklich nicht die besten Spieler. Und man hat dann noch den Kameravorteil. Also Überraschungsmoment und Kameravorteil. Also es sind echt, das ändert einiges. Full Stunt. Hast du auch Glück gehabt, dass keiner rausrennt, ne? Ja. Ja. Genau das ist das, ne? Genau das ist das, was wir gerade gesagt haben. Der Gegner aimt ab, ist vorsichtig, geht so langsam um die Ecke und du kannst halt so einfach da an ihm vorbeisliden, ne? Das ist genau das, was beim Slide-Canceln das richtig Geile ist. Also ich kriege den ersten Knock, habe ich jetzt mal kurz außen vor gelassen. Der Knock war natürlich auch sehr wichtig für die Situation, weil es halt eh eine Warrior-Free-Situation ist. Der zweite, der kommt die Treppe hier runter, versucht mich abzuaimen. Weil er mich abaimt, verliert die Situation, weil ich ihn einfach hinter ihn slide und ihn dann deswegen hole. Es ist eigentlich keiner so schnell, also eigentlich spielt keiner so eine 20-20er-Sensi, dass man sich so schnell drehen kann, ne? Aber das war genau das, also wenn er nicht gerade eine Gallo in der Hand hat und Maus das Türkspieler ist, wird er da diese Situation nicht holen. Er hat halt auch wirklich einfach einen Nachteil in dem Fight. Hat mir gerade mal die drei Platten weggeschossen. Gut, also, verstanden. Habt ihr. Noch eine Szene. Matze ist wirklich ein Biest, also ich sag nichts anderes. So ein guter Clip. So ein guter Clip. In jeder Situation, die ihr habt, versucht einfach mal an dem Gegner irgendwie so vorbeizusliden. So überraschend zu repeaten. Da. Dieser Slide. Nur diese eine Bewegung hat einfach den Gunfight gewonnen, so. Der Clip ist so gut. Hat er gerade geschrieben, von wo denn? Hinter dir. Ja, da war auch wieder ein Re-Challenge. Wurfmesser war weg. So ein guter Clip. So ein guter Clip. Verstanden hat's, glaube ich, jeder jetzt. Spätestens.